Sustainability 2.0. Beim Thema Nachhaltigkeit denken wir an Klimaschutz oder Ressourcenverbrauch. Wer die vergangenen Real Talks gesehen hat, der hat in Erinnerung, dass wir auch über die knappen Ressourcen, wie beispielsweise beim Wasser, über Wertstoffe und über Mehrweg gesprochen haben. Herzlich willkommen beim Real Talk, wo wir uns heute dem Thema Mehrweg näher widmen wollen und schauen wollen, was sich da seither getan hat. Wir wollen aber auch in die Unternehmen sehen und wissen, was Unternehmen tun, um ihre soziale Nachhaltigkeit zu strapazieren. Dazu haben wir spannende Podiumsgäste heute hier, die ich Ihnen auch gleich vorstellen möchte. Zum einen, ich fange außen an, Christian Horak, er ist Managing Partner bei EY. Herzlich willkommen. Dankeschön. Cordula Zerha, Handelsexpertin vom Institut für Retailing und Data Science an der WU Wien. Herzlich willkommen. Guten Abend. Gabriele Faber-Wiener, Leiterin des Centers for Responsible Management. Herzlich willkommen. Und Gastgeber Herbert Bauer, General Manager von Coca-Cola HPC Österreich. Herzlich willkommen. Seit dem letzten Real Talk sind ein paar Monate vergangen und für den Handel gab es seither verbindliche Mehrwegquoten, die sich auch in den Geschäften, in den Regalen der Supermärkte sichtbar machen. Meine erste Frage an die Runde und ich würde sagen, wir fangen vielleicht gleich hier außen an. Kaufen auch Sie jetzt mehr Mehrweg, seit es dieses Angebot verpflichtend im Handel gibt und seit die Mehrwegflaschen auch tatsächlich stärker im Supermarkt zu finden sind? Also ich persönlich bin eigentlich schon als Kind in Richtung Mehrweg sozialisiert worden und für mich ist es daher seit vielen Jahren eigentlich klar, dass ich, wenn ich irgendwo die Gelegenheit habe, zu Mehrwegangeboten auch entsprechend greife, wobei das in meiner Jugend, und die ist schon etwas länger her, auch vom Angebot her noch etwas überschaubarer war. Man hat heute schon etwas mehr in Summe an Auswahl und geht da manchmal als Konsument im Wirrwarr der Angebote schon noch etwas unter. Ja, ich bin auch noch mit Mehrweg sozialisiert. Ich glaube aber ehrlich gesagt, dass sich mein Verhalten jetzt im letzten Jahr nicht groß verändert hat. Frau Faber-Wiener? Ich finde es sogar etwas absurd, dass wir jetzt wieder dorthin zurückkommen, wenn Sie beide damit sozialisiert sind, ich genauso. Wir sind in einem Alter, wo wir noch erlebt haben, wie eben auch Coca-Cola auf Mehrweg gesetzt hat in den ersten zwei Jahrzehnten oder 50er, 60er Jahre, also so ganz so alt sind wir nicht, aber zumindest den ersten Teil davon haben wir noch mitbekommen. Dann hat man ist man davon weggegangen und jetzt gehen wir wieder zurück. Also es ist immer Bewegung, Gegenbewegung und das finde ich extrem spannend. Herbert Bauer, kann man nach so kurzer Zeit, 2024 ist noch nicht ganz so alt, schon ein kleines Resümee ziehen, wie sehr Mehrweg bei den Konsumentinnen und Konsumenten angekommen ist? Ich denke sehr gut oder ich denke definitiv sehr gut. Ich glaube, die Umfrageergebnisse belegen es auch, wobei ich auch ganz offen gestehen muss, ich glaube, dass das noch viel, viel stärker kommen wird als Thema. Das liegt zum einen daran, dass wir in Österreich vielleicht im Limonadensegment die Mehrweglösung noch relativ frisch ist. Im Bierbereich oder auch beim Mineralwasser gibt es aber seit vielen Jahren in Österreich ein Mehrwegangebot. Dadurch sind die Konsumentinnen auch damit vertraut mit dem Rücknahmeprozess und so weiter. Man muss dazu auch sagen, schon in den Jahren 21 und 22 war das Mehrweg-Glassegment das mit Abstand dynamischste Packungssegment im Markt. Also wir bedienen da auch nicht nur jetzt eine Mehrwegquote, sondern wirklich ein Konsumentenbedürfnis. Darum denke ich auch, dass mit dem neuen Angebot sich der Trend eigentlich noch zunehmend verstärken wird. Parallel dazu stehen wir ja auch als Industrie kurz vor der Einführung eines Einwegpfands. Ich glaube auch, dass das Einwegpfand sich positiv auswirken wird auf die Mehrwegthematik, weil ja damit einer der Convenience-Nachteile der Mehrweglösung, sprich ich muss die leere Packung wieder zurückbringen ins Geschäft. Ich möchte die Frage gleich an die Frau Zerha, die Handelsexpertin, weitergeben. Wie sehr ist es denn
den Konsumentinnen und Konsumenten wirklich wichtig, dass sie Mehrweg kaufen? Also es ist gar keine Frage, Nachhaltigkeit ist ein Megatrend, aber Sie sagen vollkommen richtig, dass ich bei Umfrageergebnissen immer zwei Dinge beachten muss. Zum einen sozial erwünschtes Verhalten, also es hat mich jetzt wenig erstaunt, dass niemand angegeben hat, dass er gar nicht mehr kauft. Da sind wir natürlich dann auch geneigt, das zu sagen von dem, was wir glauben, dass der, der uns fragt, das so hören möchte. Und die zweite Geschichte ist die sogenannte Attitude-Behavior. Behavior Gap, das heißt, unsere Absichten sind gut, aber es gibt halt andere Einkaufsmotive auch noch. Und da ist es schon so, dass wir alle gerne nachhaltiger handeln würden, als wir es dann im Alltag auf den Boden bekommen. Mhm. Und da hilft natürlich ein Angebot, das uns dabei unterstützt. Und ich kann als Konsumentin immer nur kaufen, was mir zur Wahl gestellt wird. Und je mehr Mehrwert angeboten wird, desto eher gelingt es den Konsumentinnen dann auch, hier vielleicht ihren inneren Schweinehund zu überwinden und doch das zu kaufen, was vielleicht ein bisschen unbequemer ist, aber dafür nachhaltig. Was schafft es für Möglichkeiten für den Handel? In absehbarer Zeit gibt es auch das Einwegpfand. Das wird nochmal den Markt verändern. Was ist da gerade im Gang? Ja, da ist viel im Gang. Für den Handel bedeutet das mehreres. Zum einen einmal muss man Prozesse neu denken. Das ist auch mit erheblichen Investitionskosten verbunden. Und zum anderen ist es natürlich auch so, dass der Handel derjenige ist, der es den Konsumentinnen vermitteln muss, dass sie ihr Verhalten ändern sollen. Und wir haben ja gewohnte Dinge, die wir ganz automatisch tun. Und da werden wir vieles neu lernen müssen. Also zum Beispiel, dass wir die Flasche nicht ganz klein wurzeln, sondern so aufbewahren, dass wir sie auch so zurückgeben können, dass der Automat sie erkennt. Und der Handel ist dann vorderster Front, weil der hat dann auch mit den verärgerten Konsumentinnen und Konsumenten zu tun. Das heißt, auf den Handel kommt da sicher eine große Aufgabe zu. Herausforderung nicht nur für den Handel, sondern eben auch für die Produzenten. Da gibt es immer wieder Innovationen, was die Verpackung angeht, was das Flaschendesign angeht, aber auch was das Display in den Supermärkten angeht. Shelf of the Future ist so ein Schlagwort. Was hat man sich da überlegt, was die Präsentation der verschiedenen Verpackungen und Flaschendosen etc. angeht? Shelf of the Future ist der Arbeitstitel für generell ein holistisches Projekt, das wir aktuell gemeinsam mit mehreren Handelspartnern diskutieren. Aber ich glaube, die angesprochenen Verhaltensänderungen in Bezug auf den Nachhaltigkeitsaspekt spielen hier auch eine Rolle. Wenn man sich aktuell ein Supermarktregal in Österreich ansieht, dann ist das sehr stark nach Packungsformaten sortiert. Also ich finde an einer Stelle die ganzen PET-Gebinde, ich finde an einer anderen Stelle die Glasgebinde, wieder an einer anderen Stelle die Dosen. Das heißt, im Moment startet eigentlich der Entscheidungsbaum für den Konsumenten mit dem Packungsformat. Ich glaube, spätestens mit der Einführung des Einwegpfands sind wir wirklich auch in der Lage, hier einen nachhaltigen Verpackungsmix anzubieten, weil egal, ob ich mich jetzt für Mehrwegglas entscheide oder für Einweg PET oder die Dose, als Konsumentin kann ich mit ruhigem Gewissen davon ausgehen, dass wenn ich es zurückbringe, ich es in den Kreislauf rückführe und daraus immer ein neues Verpackungsgebinde entsteht. Sie sind auch Obmann des Getränkeverbands. Ja. Und für Ihre Branche gab es jetzt eine neue Verordnung von der Europäischen Union, nämlich Packaging Waste Regulation. Was steckt da dahinter? Was kommt da noch mal neu auf die Branche zu? In Summe handelt es sich um ein europäisches Nachhaltigkeitskonzept, was Getränkeverpackungen betrifft. Ich glaube, die zwei Eckpfeiler sind zum einen eine verpflichtende Mehrwegquote, die ist auf europäischer Ebene angesetzt bei 10% in 2030 und eine Ambition in Richtung 40% in 2040. Parallel dazu ist ein Mindestansatz von recycelten PET-Materialien vorgesehen. Ich glaube, hier können wir wirklich voll Überzeugung eine Lanze brechen für die österreichische Getränkeindustrie, die da, glaube ich, im europäischen Kontext wirklich eine Vorreiterrolle einnimmt. Solche Auflagen, die sich die EU überlegt, um Menschen in ein anderes Verhalten, in ein anderes Konsumverhalten zu bringen, ist das sinnvoll und kann man da tatsächlich den Konsumenten erziehen oder macht der ohnehin, was er möchte? Naja,
erziehen. Ich glaube, wir können es positiv formulieren. Die Politik einigt sich auf Ziele und die sollten ja letztlich auch die langfristigen Interessen der Bevölkerung widerspiegeln. Aber ich glaube, dass Regulierungen natürlich einen großen Hebel haben, weil das Verhalten des Einzelnen ist eine Sache, aber wenn ich über die Unternehmen ansetze, dann habe ich natürlich einen viel größeren Hebel. Der Megatrend ist da. Wir wollen uns alle nachhaltig verhalten. Die Frage ist, wie leicht wird es uns gemacht? Und was kostet es bei manchen Dingen auch? Ich möchte das gleich an die Frau Faber-Wiener und den Herrn Horak auch weitergeben. Aus der Konsumentensicht, wie sehr kann man Konsumenten umlenken? Wie sehr machen Konsumenten ohnehin, was sie wollen? Bedingt, ja. Aber mich beschäftigt gerade ein anderer Punkt. Mir fehlt bisher in der Diskussion ein Schlüsselwort und das heißt Verantwortung. Mhm. Ja. Wir haben von Nachhaltigkeit gesprochen. Da geht es ja darum, dass wir den nächsten Generationen noch die gleichen Möglichkeiten zur Verfügung stellen. Das ist eh schon längst vorbei, das wissen wir alle. Und das Schlüsselwort ist wirklich, wer hat welche Verantwortung. Ja, und Sie haben gerade gesagt, Unternehmen haben den größten Hebel. Und darum gibt es für mich nicht dieses Ping-Pong der Verantwortung, hier die Konsumentinnen, da die Unternehmen und da die Politik. Ich sage immer Stopp, dazu haben wir erstens keine Zeit, dieses Ping-Pong zu spielen. Wir haben noch ein paar Jahre Zeit, um in Sachen Klimaschutz die Kurve zu kratzen. Und wenn wir die Verantwortung von Unternehmen hernehmen, dann gab es früher so ein schönes Wort, das hieß Verursacherprinzip. Und das ist das, was mir hier fehlt auch in der Diskussion. Wir reden jetzt über Konsumentinnen, wie wir die nudgen, wie dieser schöne Begriff heißt, wie wir sie incentivieren können etc. Aber letztlich geht es schon auch darum, was produziere ich und übernehme ich die Verantwortung für meine Auswirkungen auf die Gesellschaft. Und da reicht es eben nicht zu sagen, die Konsumentinnen sollen. Das ist in zweiter Linie. In erster Linie bin ich für das verantwortlich, was ich produziere. Und das ist halt im Fall Coca-Cola. Sie kennen die Zahlen besser als ich. Da reden wir von Hunderten, Millionen Plastikflaschen oder Milliarden, die da weltweit in die Meere kommen. Ja, das heißt, ernsthafte Auseinandersetzung damit. Wie fehlt direkt angesprochen, Herbert Bauer. Ja, na, finde einen guten Punkt. Ich glaube, wir sind ein super Beispiel dafür, gerade in Österreich, was Selbstregulierung betrifft. Das Einwegpfand, was 2025 in Österreich in den Markt kommt, ist nicht Teil eines Regierungsprogramms, sondern ist das Ergebnis einer Industrie- und Handelsinitiative, die sie gemeinsam an den Tisch gesetzt haben und das Einwegpfand eingefordert haben. Aber ich bin da bei Ihnen. Andererseits muss man dann schon sagen, und da es geht um das Miteinander. Wir müssen Lösungen bieten, wir müssen Infrastruktur bieten. Ich glaube, im Rahmen des Pfandsystems sind wir in der Lage, das zu tun. Aber an einem gewissen Punkt braucht man dann auch die Konsumentinnen im Boot, weil es sind nicht die Unternehmen, die die Plastikflaschen ins Meer werfen. Aber sie bringen die Plastikflaschen auf den Markt. Also das, sie sind der Verursacher. Das stimmt. Aber in Zukunft mit einem Pfand von 25 Cent besetzt, der hoffentlich ein guter Anreiz ist, das Gebinde oder den Wertstoff, muss man ja fairerweise sagen, wieder zurückzubringen. Aber warum, darf ich noch mehr einhaken, warum ist man dann überhaupt weggegangen davon? Weil Coca-Cola hat ja zu Beginn über Jahrzehnte die Dinge auch zurückgenommen, ja. Hat auch diese Infrastruktur selber bezahlt. Ja, und irgendwann kam die Plastikflasche und der Effekt war, dass halt die negativen Auswirkungen von der Öffentlichkeit getragen werden. Und jetzt geht das offensichtlich wieder zurück. Also de facto geht es um Geld. Das würde ich nur bedingt sagen, aber Entschuldigung. Ich muss da ein bisschen reingrätschen, weil wir uns damals schon auch damit beschäftigt haben. Es war letztlich der EU-Beitritt Österreichs, der da zu einer Veränderung der Lage geführt hat, dass die Einweg-PET-Flaschen plötzlich erlaubt waren. Und dann haben das einzelne Anbieter angeboten und andere nicht. Und durchgesetzt bei den Konsumentinnen haben sich die Bequemlichkeit geboten haben. Herr Horak, es geht um Angebot, es geht um Nachfrage. Und wie kann man Konsumentenverhalten lenken oder verändern? Kann man das überhaupt? Ich würde gern eigentlich jetzt noch auf das zum Schluss Gesagte eingehen, weil ich da ein bisschen auch einen Einblick habe. Ich darf jetzt seit zwei Jahren den Prozess der Einführung des Einwegpfandsystems auf PET und Alu in Österreich mitmoderieren. Ich habe zwei Erkenntnisse
für mich als Person dabei herausgefunden. Erstens, es ist extrem komplex und extrem herausfordernd, eine Vielzahl von Interessengruppen hier unter einen Hut zu bringen. Und das funktioniert dann sehr gut, wenn es gemeinsame, klare Ziele gibt. Und in diesem Fall hat man sich auch in Abstimmung mit den öffentlichen Stellen auf ein ganz klares Ziel geeinigt. Und das Zweite, was ich gelernt habe, was welchen Fußabdruck auch im Sinne Umweltbelastung verursacht und gestaltet. Und dass man da natürlich als die Inverkehrbringer und die Händler und Rücknehmer eine enorme Verantwortung auch hat, in welcher Art und Weise man auch dann diese extrem komplexen Tatbestände an die Konsumentinnen weiterkommuniziert. Das führt zum zweiten Teil des Gesprächs, wo wir uns diese sozialen Aspekte der Nachhaltigkeit genauer anschauen wollen. Sind Unternehmen diesbezüglich zukunftsfit und wie bewerten Konsumentinnen und Konsumenten Initiativen, die auf soziales Engagement abzielen? Herr Horak, Sie beraten Unternehmen dabei, compliant zu sein. Das ist ein neumodisches Wort, das in dem Zusammenhang sehr oft fällt. Was ändert sich da gerade in den Unternehmen und welche Auflagen gibt es? Ich kann Ihnen sagen, es passiert extrem viel im Sinne diversester Richtlinien, die gerade entweder schon längst beschlossen und in Umsetzung sind oder schon vor der Tür stehen. Das betrifft unter dem Titel Taxonomie vor allem Auskünfte über sogenannte grüne Umsätze oder grüne Investitionen oder grüne Betriebs- und sozusagen laufende Ausgaben. Und das ist insofern wichtig, was als grün klassifiziert wird, weil das dann auch in weiterer Folge Auswirkungen auf gewisse Finanzierungssysteme der Banken hat, die auf das schauen müssen. Grüne Investments werden unter anderen Rahmenbedingungen zukünftig finanziert als nicht grüne. Und da ist natürlich ganz entscheidend, was ist grün und was ist nicht grün. Und das sage ich vor dem Hintergrund, dass jetzt gerade wieder auch im EU-Vorwahlkampf schon Diskussionen über den Green Deal, ja oder nein, auftauchen unter dem Motto, zählt jetzt Atomstrom zu grün, ja oder nein, und das natürlich sehr, sehr herausfordernd wird, das in der öffentlichen Diskussion zu bringen. Ob sich die Konsumentinnen und Konsumenten mit dem Begriff soziale Nachhaltigkeit überhaupt etwas vorstellen können, und zwar Unternehmen übernehmen soziale Verantwortung und müssen diese auch zukünftig stärker dokumentieren und zeigen. Frau Faber-Wiener, das bringt mich zu der Frage, ist das etwas, womit Konsumenten tatsächlich was anfangen können, diese Social Responsibility, diese soziale Nachhaltigkeit von Unternehmen? Oder ist das so etwas, das als Schlagwort da ist und man sich's wünscht, aber eigentlich nicht genau weiß, wo das hin soll? Zweiteres. Es geht um die Unternehmensverantwortung. Also das ist ja dieses zweite Rahmenwerk, das wir seit einigen Jahren haben, das aber ein gesellschaftliches Rahmenwerk ist und nicht ein unternehmerisches. Das ist gleichzeitig auch das Problem, das wir mit diesen SDGs haben. Die kommen einfach aus der Politik. Das sind politische, ganz wesentliche Ziele, aber eben keine unternehmerischen. Und darum werden sie immer meiner Ansicht nach ein Parallelkonzept bleiben. Da gibt es neue Regulatorien, neue Auflagen, neue Gesetze. Es gibt eine Berichtspflicht, es gibt Lieferkettenproblematiken und Themen. Was schafft man hier an bürokratischen Strukturen? Irgendwie ist es absurd. Mhm. Auf der anderen Seite natürlich, freiwillig hat es nicht funktioniert, also braucht es die Verpflichtung. Aber die Frage ist immer, wo ziehe ich die Grenze? Wo wird es überbordend? Ich würde das gerne noch ein bisschen relativieren im Sinne von, das Bürokratiemonster ist auch relativ. Es wird meiner Meinung nach gefühlt immer größer, je mehr ich das ganze Thema auf die Regulatorik reduziere. Ja? Und das letztendlich auch zu vermitteln, ist auch unsere Aufgabe, die wir teilweise in der Regulatorik drinnen sind. Aber was heißt denn das jetzt, wenn ihr das umsetzt, was da vielleicht etwas, und das will ich auch nicht beschönigen, etwas einfacher hätte auch darstellbar sein können? Was heißt das denn jetzt aber, wenn ihr das wirklich inhaltlich strategisch für euch auf den Punkt bringt? Und es gibt Gott sei Dank schon auch einige schöne Beispiele, wie das Unternehmen für sich dann auch übersetzen und leben. Fragen wir gleich nach bei den Unternehmen. Was heißt denn
denn das für Coca-Cola? Berichtspflicht, eine etwaige Lieferketten-Thematik, die aufkommt, neue Gesetze, neue Regulatorien. Wird das Coca-Cola damit sozial gerechter? Schafft das einen Nutzen für den Konsumenten und die Konsumentin? Ich glaube, dass es für uns direkt jetzt unmittelbar zu keinen großen Veränderungen führt. Viele große Unternehmen, da zählen wir uns auch dazu, haben in der Vergangenheit schon über interne Codes of Conduct und sonstige Elemente sichergestellt, dass die Spielregeln definiert sind. Ich muss euch gestehen, in unserem Fall, glaube ich, über die Regulatorik hinausgehen. Ich glaube aber, dass eine gewisse Regulatorik hier notwendig ist. Da, glaube ich, ist die Balance im Detail der Regulierung ein wichtiges Element. Was die Fairness und die Transparenz entlang der gesamten Wertschöpfungskette betrifft, ich glaube, das kann jeder nur begrüßen und gutheißen. Als globales Unternehmen hat man auch immer wieder mit großen Anschuldigungen zu kämpfen. Da geht es um Menschenrechte, da geht es um Ressourcenverbrauch. Wie geht Coca-Cola als globales Unternehmen damit um? Das bringt eine große Verantwortung mit sich, völlig zu Recht, die muss man auch wahrnehmen. Ich glaube, dass wir in vielen der angesprochenen Themenbereiche wirklich über viele Jahre schon Vorzeigeprojekte haben. Muss man den Konsumenten in Zukunft stärker sagen, auch auf den Produkten, was man tut als Unternehmen im Bereich der sozialen Nachhaltigkeit? Wenn ich gerade durstig bin und ein Getränk kaufe, werde ich nicht auch nicht über den QR-Code scannen und mich mal über die sozialen Initiativen des Unternehmens informieren. Aber es ist schon so, dass es Momente gibt, wo Konsumentinnen und Konsumenten das Unternehmen in die Verantwortung nehmen und recherchieren. Und ich finde, da sollten sie transparent die Information finden, die sie suchen. Wie sehen Sie das? Gut, auch da gibt es regulatorische Entwicklungen. Ja, also, dass man, um glaubwürdig zu sein, transparent ist zu seinen Produkten etc., das ist überhaupt kein Thema. Und das kann ich mit QR-Codes heute ganz, ganz einfach. Ja, da brauche ich gar nicht viel schreiben. Also da gibt es schon eine immer größere Gruppe, die das auch tut. Also Transparenz ja, auf jeden Fall. Herbert Bauer, wie können Unternehmen nun positive Veränderungen bewirken oder anstoßen? Und welche Initiativen gibt es da? Ich glaube, wenn immer man Initiative ergreift, kann man Veränderung bewirken. Ein weiteres Beispiel jetzt aus Österreich wäre der GD Active Social Business Award, was wirklich ein Social Startup Award ist, wo es darum geht, diverse Unternehmen in einer sehr frühen Phase zu begleiten, auch eine gewisse Anschubfinanzierung zu bieten, um hier wirklich tolle Ideen zum Leben erwecken zu können. Wir haben den heurigen Preisträger heute bei uns, nämlich Matthias Nadrak. Und den bitte ich jetzt gleich zu einem kleinen Gespräch. Herzlich willkommen. Hallo, hallo. Hallo. Erzählen Sie uns ganz kurz, was Ihr Business ist, warum Sie gewonnen haben. Also zuerst einmal, warum man gewinnt. Wir haben da eingereicht, die Idee war, Energiearmut in Österreich abzuschaffen. Das ist nichts, was man nachvollziehen kann, dass eine Stromrechnung zum Beispiel existenzbedrohend sein kann. Und für 3% aller Haushalte in Österreich ist das Thema. Die Energiekosten sind in den letzten Monaten und Jahren halt davon ein großer Treiber gewesen. Und ja, das hat den Nerv der Zeit getroffen und unser Ansatz, nämlich das Ganze über eine Energiegemeinschaft zu eliminieren, die Energiearmut, ja, die hat da. Wie heißt das Unternehmen? Die Initiative heißt Energiegemeinschaft Österreich, ist eine österreichweite Bürgerenergiegemeinschaft, die den Überschuss, wo der Name schon drinsteckt, Überschuss, das ist einfach die zu viele Energie, die zu Hause produziert wird oder auch von großen Unternehmen, die wir abholen und Bedürftigen zur Verfügung stellen. Mhm. Genau in der Viertelstunde, wo es produziert wird. Eine gute Sache, die man auch gebraucht hat in den vergangenen Jahren. Wir kennen alle unsere Stromrechnungen und die waren nicht so lustig. Was hat sich denn getan mit Ihrem Business, seit Sie diesen Award gewonnen haben? In den letzten Monaten hat sich da gezeigt und in den letzten Wochen, Monaten ist der Einspeisetarif für private Photovoltaikanlagen heruntergegangen im industriellen Bereich, sogar ins Negative. Das heißt, für große Unternehmen ist es jetzt profitabler zum Teil, den Überschuss der Energie zu spenden, als
eben zu Negativpreisen zu verkaufen, das heißt zu zahlen, damit man es einspeisen kann. Gut und für Ihr gutes Geschäft. Gut für das Projekt und gut für die Bekämpfung von Energiearmut in Österreich. Mhm. Genau. Was würden Sie sich denn von Unternehmen stärker wünschen in puncto sozialer Nachhaltigkeit? Ich habe mit dem Christian Horak zu tun gehabt. Die Studie von EY hat ergeben, dass die soziale Nachhaltigkeit sich sehr beschränkt auf die eigene Belegschaft und auf Mitarbeiterbenefits, aber das Gesamtgesellschaftliche da ein bisschen zu wenig noch betrachtet wird. Dankeschön für die Einblicke. Herzlichen Dank. Letzte Frage an das Podium. Was braucht es denn, um heute und in Zukunft den Unterschied zu machen als Unternehmen? Was würden Sie sagen, ist am wichtigsten? Ein Körperteil, das mir in Österreich oft fehlt, Rückgrat. Was braucht es, um Erfolg zu haben? Man muss Dinge ausprobieren, man muss profund analysieren, auf Daten versuchen, die besten Entscheidungen zu treffen und dann aus Fehlern lernen. Wenn was nicht funktioniert hat, da ehrlich in den Spiegel zu schauen und zu überlegen, wie man es das nächste Mal besser machen kann. Ich glaube, das ist zumindest ein Versuch. Ein Erfolgsrezept. Herzlichen Dank dem Podium. Ich habe jetzt zum Abschluss noch einen speziellen Gast, nämlich den Generalsekretär der Industriellen Vereinigung Österreichs, Christoph Neumeier. Nachhaltigkeit war unser Thema heute. Ist das schon etwas, das in den Unternehmen und für Unternehmer sozusagen ein Grundgerüst ist, ohne dem es eigentlich gar nicht mehr geht? Also grundsätzlich denke ich, dass in den vergangenen Jahren wahnsinnig viel passiert ist. Meine Erfahrung auch aus der langen Tätigkeit, dass wir in Wirklichkeit einen super hohen Standard haben, aber die großen Herausforderungen liegen darin, und auch das ist angesprochen worden, ist das Teil meiner Unternehmensstrategie. Wie habe ich es in der Organisation verankert? Schaffe ich Mehrwert in der Organisation durch vieles, was ich schon mache, aber auch noch besser machen kann? Und da liegt, glaube ich, der große Charme drinnen. Der heutige Real Talk findet am Vorabend eines Geburtstages statt, nämlich Coca-Cola ist morgen 95 Jahre in Österreich tätig. Was wünschen Sie einem Industriebetrieb wie Coca-Cola für die nächsten 95 Jahre? Also erstens einmal finde ich das super cool, dass Coca-Cola seit 1929 hier ist. Mhm. Ja? Also ein echter Weltkonzern und auch geblieben ist. Und was ich mir natürlich wünsche, ist, dass er weiter bleibt, dass er hier auch ein Umfeld vorfindet, wo er gut wirtschaften kann, auch Gewinn machen kann. Ich wünsche insbesondere auch, und das ist schon was, was das Unternehmen echt auszeichnet, dass das sehr, was die Nachhaltigkeit betrifft, echt tolle Ziele gesetzt werden, dass die auch erreicht werden können und dass wir in 95 Jahren auch noch Coca-Cola da haben. Herzlichen Dank, Christoph Neumeier. Vielen Dank für die Einladung. Bleiben Sie noch, weil wir wollen nachher noch ein bisschen feiern. Ich bedanke mich. Bei den Zuseherinnen und Zusehern über das Internet. Ich bedanke mich bei den Gästen, die heute hier in der österreichisch-amerikanischen Gesellschaft waren. Beim Podium natürlich fürs Diskutieren über diese spannenden Themen. Wir werden heute noch ein bisschen weiter feiern und bis zum nächsten Mal.